Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein. Willkommen zurück in Lübeck 1455 und wir können eine neue Technologie in unsere Stadt holen, nämlich wesentliche Finanzinstrumente, und das passt doch hervorragend. Das sollten wir auch tun. Dadurch, dass wir dann so weit vor der Zeit sind, wow, da steigt unsere Handelseffizienz um plus 20%. Das ist ja der Hammer. Und die Korruption sinkt weiter. Das ist auch sehr schön. Und hinzu kommen noch die weiteren Effekte, nämlich nochmal plus 5% Handelseffizienz und Reichweite 20. Erhöht der Überseehandel, ist sehr riskant, jedoch auch äußerst profitabel. Die Entwicklung von Finanzinstrumenten wie der Kreditbrief, die Entwicklung, werden das Risiko verringern und unsere Profite erhöhen. Sehr schön. Und leider erhöht sich auch der Flottenunterhalt. Okay. Und jetzt werden wir mal kurz schauen, was das jetzt eigentlich bedeutet für unseren Handel. Mal gucken. 5,19. Und 6,39 ist ja der Hammer. Ist ja der Hammer. Ja, das ist ja Wahnsinn. Wäre nicht Gregor Gössler noch maßlos, wäre es noch höher. Aber damit haben wir eine Bilanz von plus 2,9. Das kann sich wirklich, wirklich sehen lassen. Sehr schön. Okay, als nächstes, was haben wir hier? Tunesien hat Genua als Rivalen bestimmt. Warum interessiert uns das? So, Genua, weil sie vermutlich so eine Art Konkurrent sind. Handelskriege. Wir haben stets einen gesunden Wettbewerb zwischen unseren Händlern gefördert, doch stets haben sie das Interesse der Republik vorangestellt. Wir arbeiteten zusammen, um sicherzustellen, dass das Handelswesen der Republik gegen die Interessen von Rivalen Bestand hatte. Nun befindet sich diese Tradition in der Auflösung und die Handelsklasse wird zunehmend zu einer Bande von Brudermördern. Das schadet unserem Land. Oh, wir verlieren einfach so 50 diplomatische Macht. Das ist schade. Aber dann ist es so. Wir schauen mal nach Pferden. Sind wir soweit mit der Handelssieger gleich? Sehr schön. Das ist sehr erfreulich. Dann klappt das. Und die Handelssieger wird noch größer. Und wir haben erstmal noch eine Annektierung von Montferrat. Aber wir schicken unseren guten Mann aus Stade zurück. Und jetzt können wir ihn einladen in unsere Liga. Sehr schön. Und sie sind dabei und erhöht sich hier nochmal was. 6,19 ist das jetzt wieder. Naja, ist wieder ein bisschen runtergegangen. Und durch diese Geschichte wird das wahrscheinlich nur minimal hochgehen. Weil ihr Handelseinfluss ist auch sehr, sehr... Das war nicht sehr viel. Also Pferden ist kein wirklich wahrhaft wertvolles Mitglied unserer Liga. So, Länder möchten Condottiere in Hohenburgund. Das kommt gar nicht in Frage. Hier haben wir einen neuen Mann in Novgorod, der uns auch nicht weiter interessiert. Und es ist schon wieder soweit. Die nächste Technologie und zu wenig Rivalen. Lüneburg ist jetzt wieder möglich. Das ist ja verrückt. Warum ist das jetzt wieder möglich? Vielleicht haben sie irgendwie eine Armee aufgebaut und deshalb jetzt sind sie in Reichweite. Ich keine Ahnung. Wir machen das natürlich. Und werden dann auch gleich mal ein Embargo verhängen. Sehr schön. Und dann geht's zur nächsten Technologie. Wollen wir das machen? Wir sind zwar bei 0%, sind nicht der Zeit voraus, aber dann kommt das Thema nationale Ideen jetzt. Rückt näher, sehr schön eigentlich. Ja, lass uns das machen. Lass uns das machen. So, die Auswahl der Ausrichtung eines Landes ist möglicherweise die härteste Entscheidung, die ein Herrscher jemals treffen muss. Nationale Ideen sind die Konzepte, mit denen unser Land in den kommenden Jahren geformt wird. Produktionseffizienz erhöht sich und wir können eine nationale Idee wählen. Und das ist insofern jetzt ein interessanter Punkt. Ich hatte ja schon angedeutet, in welche Richtung es gehen könnte. Ganz offensichtlich ist es so, dass die diplomatischen Ideen für uns die interessantesten sind. An allererster Stelle möchte ich die diplomatischen Ideen und die Handelsideen nennen. Diplomatischen Ideen, die bot die zusätzlichen Diplomaten, aber vor allem die diplomatischen Beziehungen plus eins sind wichtig. Dann auch die diplomatische Reputation, später hier Diplomatie, Technologie kosten minus 10%, aber natürlich die Handelsideen, das ist nicht nah. Also eigentlich sind diese beiden Sachen Pflichtsachen, eigentlich ebenso die Entdeckerideen später, also das müssen wir auch irgendwann machen. Seefahrtsideen sind interessant, Einflussideen vielleicht nicht so. Spionageideen finde ich auch sehr interessant, wenn wir in diesem Bereich stärker sind.
Ich glaube, für so ein ganz kleines Land sind Spionagesachen sehr wichtig. Also es gibt hier viel, was wir machen können. Auf der Seite vielleicht nicht ganz so viel. Also die administrativen Ideen sind vielleicht für Söldner später noch interessant. Alles andere finde ich jetzt nicht so toll. Vielleicht noch die Innovationsideen, aber ja, das wäre eine Möglichkeit. Und hier natürlich bei den militärischen Ideen Quantitätsideen, Seemachtsideen, ein paar andere Sachen. Plutokratie eigentlich auch hochinteressant. Also gibt es so ein paar Optionen, aber beginnen möchte ich eigentlich mit diplomatischen oder Handelsideen. Ich tendiere im Moment zu den diplomatischen Ideen, weil ja, wir machen ganz gutes Geld. Man kann natürlich nie Geld genug haben, das ist klar. Aber vor allem diplomatische Beziehung plus eins, das finde ich sehr, sehr reizvoll, wenn wir uns hier gewissermaßen noch einen weiteren Verbündeten irgendwie organisieren können und dadurch noch mehr diplomatische Optionen haben oder vielleicht gar noch einen weiteren Vasallen. Auch das wäre ja eine Möglichkeit. Deswegen, wir gehen mal in diese Richtung. Wir wählen das schon mal aus. Und weil wir gesehen haben, dass wir sehr, sehr viel Diplomatiepunkte brauchen, sollten wir vielleicht da auch was tun. Und hier als Schwerpunkt Diplomatie festzulegen. Auch wenn wir hier schon sehr weit sind, aber ich denke, das ist ganz gut. Ja. Okay. Was gibt es denn hier für Alternative? Könnten jetzt statt diesem Mann hier diplomatische Reputation vielleicht, es ist jetzt gar nicht mehr so wichtig, vermutlich, vielleicht jemand mit Handelseffizienz nehmen. Ich glaube, das ist gut. Wir tauschen die mal aus. Wir werden Kurt Abendroth anheuern. Ein Händler. Weil 10% Handelseffizienz, das bedeutet bei uns gleich wieder ziemlich viel. Schauen wir uns das nochmal an. Hoffe ich zumindest. 6,17. So, jetzt ist es auch soweit. 6,7. Schaut euch das an, wie viel Geld das bringt. Diese 10%. Dänemark annektiert Holstein. Ja. Und in... ein neuer Welfenherzog in Lüneburg. Friedrich der Fromme. Eine ausgewogene Persönlichkeit. Naja, mal sehen, wie das hier mit Lüneburg weitergeht. Wie gesagt, noch haben wir da keine Handhabe, irgendwas zu tun. Ein neues Bündnis. Geldern mit Dänemark. Okay. Ja, ich hoffe, der Reputationsverlust kommt uns jetzt nicht irgendwo... Oh, in Ragusa wurde die Handelsliga aufgelöst. Ja, weil Albanien von den Osmanen annektiert wurde. Alles klar. Aber das betrifft uns nicht. Da reicht unser Handel nun mal nicht hin. So, wir wissen von einer Aktion, nämlich Kastilienangriff auf Granada, weil Enrique IV. Eine lockere Zunge hat. Das ist übrigens eine sehr, sehr schöne Sache. Wirklich eine tolle Idee, das mit dieser Charaktereigenschaft dann solche Nachrichten zu verbinden, dass man weiß, wo möglicherweise ein Krieg beginnt. Wobei die Sachen meistens ja auch nicht so, so geheimnisvoll sind. In diesem Falle zum Beispiel gar nicht. Was ist hier mit Burgund los? Die haben einen Teil von Köln jetzt erobert. Waffenstillstand wer hat da Köln erobert? Was ist da los? Ja, Burgund. In diesem Krieg, den ich euch gezeigt habe. Was gibt es hier für ein Bündnis? Die Osmanen, ein Bündnis mit Frankreich. Ich habe das Gefühl, das passiert auch irgendwie ungewöhnlicherweise immer häufiger. Wir hatten gerade Neues in Steinweilens Lager, ein Multiplayer-Spiel, wo das genauso passiert ist. So, ein Level 1 Staatsmann, den wir eben sowieso schon geschasst haben. Der kommt vorbei. Ach so, was wir nochmal ausprobieren könnten, ist, ob die Kriegsflotte, wenn wir die einmotten, ob das was bringt. Schauen wir uns das mal an. Wir sind jetzt hier bei 0,85. Mal gucken, wie das sinkt, wenn wir die einmotten. 0,78. Nein, das lohnt sich meines Erachtens überhaupt nicht. Dann machen wir das nicht. Okay. Ach so, wir haben ja noch einen Diplomaten, der nichts zu tun hat. Ich denke, und der andere ist in Lauenburg noch unterwegs. Das ist okay. Ich denke, wir werden mal hier auch in Brandenburg nochmal weiter unsere Beziehung verbessern, dass sie möglichst optimal sind. So, und der Moment der Wahl ist gekommen.
die Amtszeit von Gregor Gosselin abgelaufen. Es gab ein paar Anmerkungen, ob es nicht sinnvoll wäre, wenn man das irgendwie regeln könnte. Also über eine Hausregel, wie man damit umgeht. Und erst fand ich es nicht so gut, weil das Spiel natürlich selbst schon eine Mechanik hat mit dieser republikanischen Tradition. Andererseits macht es die Sache doch durchaus spannender und vor allem, es ist ja auch eine gewisse Unberechenbarkeit in so einem Rat vorhanden, wie solche Wahlentscheidungen ausgehen. Etwas, was wir eigentlich, wer auch immer wir hier darstellen, aber was, glaube ich, nicht so richtig steuerbar ist. Deswegen habe ich mir eine Sache überlegt, die ja es vielleicht spannend machen könnte. Und zwar folgendes. Ich werde wieder meine Würfel zur Hilfe nehmen. Habe ich ja in dem einen oder anderen Let's Play durchaus auch schon mal gemacht. Und zwar nach folgendem System. Es wird immer eine 50-50 Chance geben, ob der jetzige Bürgermeister an der Macht bleibt oder nicht. So, wenn er an der Macht bleibt, dann ist klar, dann wählen wir ihn und dann müssen wir eben damit leben, dass wir jetzt weitere 10 republikanische Traditionen verlieren. Dann wird es schon heikel. Dann sind wir bei 60. Aber das ist dann eben das Risiko und die Spannung, die da drin liegt. Falls eine Neuwahl kommt, dann werden wir ebenfalls wählen, was für einen Kandidat wir erhalten, also aus welchem Lager er kommt, aus dem Lager der Gilden, der Händler oder der Aristokraten. Ja, dadurch ist diese Wahl so ein bisschen unberechenbar und macht es dann auch wiederum schwerer für uns, kompensiert dann vielleicht auch nochmal diesen normalen Schwierigkeitsgrad, den ich aus bestimmten Gründen gewählt hatte. Also, lasst uns mal beginnen. Ich würfle jetzt, ihr müsst mir natürlich vertrauen, dass ich hier rein dem Zufall gehorche. 1 bis 3 ist, er bleibt. 4 bis 6 ist, er fliegt. Er wird abgewählt. Und wir wählen eine 6. Oh, ein ganz eindeutiges Wahlergebnis. Das heißt, Gregor Gösslers Amtszeit ist zu Ende. Aber er hat viel erreicht, das müssen wir mal sagen. Denken wir nochmal daran. Er hat alles erreicht, was eigentlich möglich war. Sehr, sehr glücklich agiert. Er hat 2 Vasallen, Mecklenburg und Lauenburg, zu uns geholt. Er hat Wismar als Reichsstadt, als Handelsstadt etabliert. Und er hat eine sehr, sehr große Handelsliga aufgebaut. Oh Mann, das sind große Fußstapfen. Und jetzt ist die Frage, wer in diese Fußstapfen tritt. So, gleiches System. 1, 2 ist der bürokratische, 3, 4 und so weiter. Mal schauen. So, nee, das war nix. Nochmal. Würfel ist rausgefallen. So, jetzt aber 1. Es ist der bürokratische Kandidat. Etwas, was uns jetzt ja gar nicht so sehr zusagt, aber damit müssen wir halt leben. Und die Gilden erhalten dadurch an Einfluss. Plus 20, das ist ja auch gewissermaßen überraschend. Und Dieter Filter. Oder nennen wir ihn Wilter? Dieter? Nee, wir nennen ihn Dieter Filter. Der ist unser Mann. Okay, unser neuer bürokratischer Herrscher. Und jetzt wollen wir mal sehen, was er für einer ist. Achso, er hat noch keine. Doch, er müsste sie sofort bekommen, wenn wir jetzt weiterlaufen lassen. Hallo? Wann kommst du? Warten wir es mal ab. Das ist doch jetzt sehr spannend. Ha! Ein komplexer Netzweber. Spionagenetzwerkaufbau plus 30%. Hochinteressant. Ja, so als Bürokrat passt das auch ganz gut. Dieser Herrscher ist ein komplexer Netzweber. Was für eine blöde Bezeichnung. Vermutlich eher eine blöde Übersetzung. Ständig neue Pläne ausbrütend kann unser Herrscher für einen Großteil der ausländischen Informationen verantwortlich gemacht werden. Okay, also er ist vermutlich ein Networker, wie man heute sagen würde. 41. Dieter Filter. Wir bekommen jetzt 774, was natürlich deutlich weniger ist als vorher. Aber damit müssen wir umgehen. So, wie sieht es eigentlich aus hier mit unseren... Warum gelingt es eigentlich Lauenburg nicht, irgendeine Form von Armee aufzubauen? Sind die so arm? Wir haben die ganz schön geschopft, muss ich mal dazugeben. Und jetzt kommt eine Armee von Köln. Das ist dieser Krieg hier gegen Burgund, der die dort hintreibt. Jaroslawl ist annektiert durch die Moskauer. Okay. In Magdeburg gibt es einen neuen
Erzbischof Ludwig II. Von Sternberg. Magdeburg ja auch Teil unserer Liga, leider jetzt kein so bedeutsames Element mit 2,6 Handelseinfluss. Da gibt es andere. So, wir haben einen Chefspion, den wir allerdings nicht einsetzen. Und gegen Lüneburg können wir, glaube ich, nichts weiter tun, ne? Wir könnten eine Beleidigung schicken, das wird wahrscheinlich nicht viel bringen. Ist die Frage, wo wir einen abziehen. Schauen wir mal ganz kurz an, wie es mit den Untertanen jetzt aussieht. 30% und 24, das ist doch sehr in Ordnung. Sehr in Ordnung sogar. So, in Frankreich gibt es eine Regentin. Okay. Können wir hier mit denen irgendwas machen? Embargos. Ja. Lohnt sich das eigentlich? Mit Böhm annektiert Schlesien. Alles klar. Ich denke, wir machen das. Wir werden mal Embargos aktivieren hier. Und wir könnten Armeen subventionieren. Wir sind zwar auch noch nicht am Limit. Aber okay, beschwichtigen brauchen wir nicht. Ja, dann können wir natürlich die Mark entsprechend verstärken. Das wollten wir bei Mecklenburg tendenziell machen. Ich weiß gar nicht, ob das dasselbe ist wie bei dem Baubildschirm. Ich vermute ja. So, was war das denn? Dänemark schickt eine Warnung an Pferden. Okay. Aber Pferden hat doch sicher auch überhaupt gar keine Ambition, oder? Nee. Ein bisschen strategisches Interesse im Umland, aber kein echtes Interesse. Naja. Unser Geld ist... wir sind schon wieder reich ohne Ende. Wir verdienen plus 4. Sehr, sehr erfreulich. Durch den Handel 7. Die Frage ist doch jetzt vielleicht, können wir irgendwas Gutes, Sinnvolles bauen? Wir könnten einen weiteren Marktplatz... was haben wir hier? Titelkauf. Lass uns erstmal nochmal kurz über den Marktplatz sprechen. Hier in Lüneburg bauen. Ich glaube, das ist durchaus in unserem Interesse. Und wir könnten auch mal überlegen, ob wir wieder Entwicklung forcieren. Wobei wir jetzt diplomatische Macht natürlich nicht dafür ausgeben werden. Ich gucke mal ganz kurz bei den Technologien. Hier sind wir so weit voraus, dass wir auf jeden Fall administrativ Punkte ausgeben können. Auf jeden Fall. Ich würde sogar zweimal machen, um uns hier reicher zu machen. Das gibt uns auch den nächsten Gebäudeslot. So, und wir sind nämlich auf Entwicklung 20 dadurch gekommen. Sehr schön. Titelverkauf. Herr, einer unserer Berater schlägt vor, Adelstitel an alle, die es sich leisten können, zu verkaufen. Es wird uns jede Menge Geld einbringen, allerdings würde der Adelstand als Ganzes entwertet und die aristokratischen Familien würde dies vielleicht ärgern. Sollen wir es veranlassen? Gold ist das Zeichen des Adels, wir bekommen Geld oder Adel kann nicht bekauft werden, wir erhalten Stabilität. Ja, das ist ein bisschen komisch jetzt für unsere Stadt. Aber ich denke, wir machen das auf jeden Fall. Adel kann nicht gekauft werden. Also wahrscheinlich meint das eher Adel im Sinne des Patriziats. Wobei, das kann doch irgendwie gekauft werden. Ja, das ist einfach eigentlich ein völlig unpassendes Event. Deswegen nehmen wir einfach rational jetzt mal das Beste. Und das ist die Stabilität. Man kann es nicht richtig interpretieren. So, Polen annektiert Masowien. Und, oh nein, Lüneburg ist schon wieder nicht der geeignete Rivale. Gibt es denn einen? Ja, Hamburg-Dänemark ist jetzt. Okay, Leute, ich denke, das ist jetzt ein interessanter Schritt, aber ich denke, wir wagen ihn jetzt, auch wenn das vielleicht ein bisschen selbstmörderisch ist, aber wir machen es jetzt. Klar, warum nicht? Es ist einfach der historisch natürliche Rivale und wir ziehen das jetzt durch. Die Meinung ist zwar gut, die Armee ist 81% stärker, die Flotte 65%, aber jetzt kommt es dazu. Dänemark wird Rivale und die Frage ist, ob wir ihnen auch gleich den Kriegsgrund geben, indem wir sie boykottieren.
Bündnis mit Geldern und Utrecht. Das ist jetzt nicht so dramatisch, aber natürlich sind sie enorm stark mit Schweden und Norwegen an ihrer Seite. Ich denke, wir wollen es mal nicht übertreiben. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Ich glaube, diese Handlung ist schon, ja, ist schon ein starkes Zeichen für diese kleine Stadt. Genug. Ja, und mit diesem historisch zu nennenden Ereignis beenden wir dann auch erstmal die Folge. Und dann wollen wir sehen, wie sich unser neuer Kaufmann weiter schlagen wird. Handelsembargo müssen wir noch beenden. Dazu müssen wir einen Diplomaten abziehen. Das machen wir das nächste Mal. Also bis dann, macht's gut. Euer Steinballen.